Hallo meine lieben Herzen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Sonnherz Tarot. Ich freue mich, euch alle recht herzlich begrüßen zu dürfen. Welcome back, diesmal zum Liebesorakel für den Monat Februar 2023. Was erwartet dich für deinen Sternzeichen Fische, Aszendent Fische, Mondzeichen Fische oder Venus Fische, wenn du eines dieser vier Dinge in deinem Chart hast? Kannst du dir die Legung hier anschauen, und wenn du hier zum allerersten Mal auf meinem Kanal gelandet bist, dann Hallöchen und herzlich willkommen, du liebe Seele, ich begrüße dich von ganzem Herzen. Wenn dir allgemeine Tarotkartenlegungen noch nicht vertraut sind, dann bitte ich dich kurz unten in der Infobox dir allen wichtigen Details zu entnehmen, wie das Ganze hier funktioniert. Wenn dir das aber schon vertraut ist, dann lehn dich zurück, entspann dich, relax dich. Wir fangen gleich an. Für meine lieben Männerherzen, Hallöchen und herzlich willkommen. Ich spreche hier aus der weiblichen Sicht. Entweder die Geschlechterrolle umtauschen oder jemand anderen suchen, meine Lieben. Aber ihr seid herzlich willkommen, wenn ihr mit mir resoniert. Und für meine lieben Crosswatchers hier, Hallöchen und herzlich willkommen. Ihr müsst einfach schauen, ob das Ganze hier für dich und dein Gegenüber resoniert oder ob da das Aszendent oder Mondzeichen besser harmonieren würde. Ja, bedenkt, die Rollen können vertauscht sein. Es ist gerade nur ein Blick, wie es momentan aussieht in eurem Liebesleben. Ist da eine andere Person mit involviert? Hat die andere Person natürlich auch so genau wie ihr einen freien Willen? Eine Person kann sich immer noch anders entscheiden. Die Sache kann immer noch anders verlaufen. Bedenkt das einfach bitte bei Liebeslegungen. Nimm das mit, was für dich resoniert, und lass den Rest einfach weiterziehen. Die Zukunft ist hier nicht in Stein gemeißelt. Du entscheidest mit deinen Gedanken, Gefühlen und Handlungen, wie deine Zukunft du hier gestaltest und Forms und was du in deiner Zukunft hier anziehen wirst, und nicht das Tarot sagt dir, wie deine Zukunft sein wird, sondern du bist die Person, die die Zukunft hier gestaltet. Du hast einen freien Willen hier auf der Erde. Um einfach das nochmal hier aufzufrischen für einige. Es kann sein, dass du mit mir komplett in Resonanz gehst. Es kann aber auch sein, dass einige Dinge nicht mit dir resonieren. Es kann sein, dass du gar nicht mit mir in Resonanz gehst. Dann bitte ich dich auch, dir einen anderen Leger oder Legerin zu suchen. Es gibt hier ganz, ganz viele tolle Tarotkartenleger und Legerinnen auf YouTube. Es gibt da bestimmt jemanden, mit dem du in Resonanz gehst, und wünsche dir natürlich alles Gute. Meine lieben Fischeherzen, vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung, fürs Abonnieren, Liken, Teilen, Kommentieren. Dankeschön dafür. Wenn du Interesse an einer privaten Legung bei mir hast, gerne unten in der Infobox findest du meine Webseite. Darüber kannst du mich direkt buchen und kannst auch sehen, was ich so alles anbiete. So, wir fangen jetzt an. Fische im Monat Februar in der Liebe. Was sollten meine lieben Fischeherzen jetzt wissen? Vier der Schwerter. Und wir haben sieben der Schwerter. Und wieder Schwerter. Neun der Schwerter. Oh mein Gott, Wassermann-Waage-Zwilling kommt ganz stark hier durch. Vielleicht hast du es mit einem Wassermann-Waage-Zwilling zu tun. Vielleicht hast du woanders in deinem Chart Wassermann-Waage-Zwilling. Ich sehe, ja, Monat Februar als erste Karte. Hier sitzt du im Büro und ja, bist überfordert mit der ganzen Arbeit. Ja, also ich habe das Gefühl, dein Liebesleben stagniert und du hast auch irgendwie... Ja, du hast es satt, auch hier mit den sieben der Schwerter, da weiter an deiner Heilung oder auf deinem Heilungsweg zu gehen. Ich sehe, dass du hier sehr viel enttäuscht wurdest und hier immer wieder nach dem Richtigen zu suchen oder Ausschau zu halten, könnte dies der Richtige sein, könnte der Richtige sein. Ja, das ist einfach Arbeit, und das ist so, jemand Neues kennenzulernen. Oh, das ist so anstrengend, das ist so Arbeit. Ich will mich gar nicht auf die Suche begeben. Ich möchte gar nicht schauen, ob da jemand wirklich dabei sein könnte, der mit mir in Resonanz geht, mit dem ich auf einer gleichen Wellenlänge bin, weil, ja, du wurdest in der Vergangenheit hier getäuscht, weil du immer gleich blindlings hier vertraut hast oder nicht wirklich deine Recherche oder hier dich ablenken lassen hast. Ich sehe hier mit neun der Schwerter, ja, schlaflose Nächte. Du machst dir, wenn du hier Single bist, sehe ich, momentan bist du gerade so überfordert, du willst niemand Neues kennenlernen. Ja, also wenn da jemand Neues kommt, dann denkst du, boah, macht er mir was vor? Ist er hier ehrlich? Was sind seine Absichten? Jetzt muss ich da wirklich durchblicken und gucken. Und
das ist so viel Arbeit und ich will jetzt einfach mal nichts tun. Ich will jetzt einfach, ja, das ist so die Energie, die ich hier spüre. Für andere habe ich hier, wenn du in einer Partnerschaft bist oder mit jemandem hier Kontakt hast, es ist dir gerade so einfach, ja, es ist gerade so schwer, das Ganze zu durchschauen. Es ist so anstrengend und mühsam, in dieser Partnerschaft wirklich durchzublicken, die Wahrheit zu erkennen. Ich sehe hier wirklich versteckte Motive, was dir auch die schlaflosen Nächte mit sich bringen. Und ja, ich habe auch das Gefühl, du hast sehr viel um die Ohren. Du bist hier einfach allgemein ein wenig überfordert. Ich will nichts sehen, ich will nichts hören, ich will nichts wissen. Ist das, was hier durchkommt bei euch, meine lieben Fischerherzen. Und wir haben hier 10 der Münzen. Auch wenn du hier in einer Partnerschaft hast, hast du Angst, dass ihr nicht zu den 10 der Münzen kommt. Dass es hier nicht zu dem Happy End kommt, zu dem Heiraten, glücklich sein, ja? Du hast hier Angst, dass es doch eine Täuschung sein könnte. Du hast hier Angst, tiefer zu graben. Du weißt, irgendwas stimmt nicht, aber möchtest es hier nicht wahrhaben. Und für andere habe ich das Gefühl, es ist so, das, diese 10 der Münzen erscheint dir so weit weg, wenn du hier Single bist. Ja, boah, da liegt noch so viel Arbeit, noch so viel, was ich durchgehen muss, um dahin zu kommen, wo ich eigentlich hin möchte. Für meine lieben Fischeherzen, was sollten Sie im Februar über Ihr Liebesleben wissen? Im Februar. Ja, 6 der Münzen. Es ist hier ein Geben und Nehmen. Es gibt gute Zeiten und schlechte Zeiten in einer Partnerschaft auch, ja. Es gibt Zeiten, wo der andere mehr tut in der Partnerschaft, weil es dem anderen weniger gut geht. Und dann gibt es auch Zeiten, wo der Partner mehr macht, weil es dir dann weniger gut geht. Es muss hier wirklich ein Geben und Nehmen. Das ist so der Schlüssel einer erfolgreichen Partnerschaft, Kommunikation. Und dass hier wirklich dieses Geben und Nehmen im Balance steht, das Verhältnis. Das haben wir hier hinten. Ja, das Gericht, die innere Wahrheit. Es geht jetzt hier wirklich auf der Suche nach deiner inneren Wahrheit, hier zu erkennen. Entschuldigt mein Handy. Lass mich das mal lautlos machen. So, es geht hier wirklich darum, hier zu erkennen, diese innere Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Ja, was möchte ich? Wohin möchte ich gehen und was bin ich bereit in einer Partnerschaft, was bringe ich mit an den Tisch, was bringt mein Gegenüber mit an den Tisch, was bin ich bereit zu geben, was bin ich bereit hier zu empfangen. Auch hier so nochmal so in die Erkenntnis zu kommen, weil ich sehe hier eine leichte Stagnation. Also ich habe hier wirklich dieses Gefühl, ich will nichts wissen, ich will nichts sehen, ich will nichts hören, ich will jetzt auch niemanden daten. Wenn du hier Single bist, ich bin gerade einfach nur überfordert. Ich habe viel Arbeit zu tun, viel andere Dinge zu tun. Und das ist so ja, ein Ziel, was ganz weit entfernt zu sein scheint. Für meine lieben Fischeherzen, Monat Februar in der Liebe. Ja, die Tür zur persönlichen Heilung und Glücklichsein. Ja, ich sehe hier wirklich... du versuchst hier mit dir zu erkennen, dass die Liebe hier in dir wohnt, hier mehr in die Heilungsarbeit zu gehen, Heilungsarbeit hier nicht als anstrengend, mühsam zu sehen. 7 wird wahrscheinlich hier öfters bei dir auftauchen. Die Tür zur Romanze und Community, ja. Für einige sehe ich hier, für einige wenige muss ich einfach sagen, hast du hier Angst hast, betrogen worden zu sein, dass hier noch eine andere Frau mit im Spiel ist, wenn du hier in einer Bekanntschaftsphase bist oder hier in einer Partnerschaftsphase bist, hast aber Angst, dieses Thema anzusprechen, weil du Angst hast, dass es dann nicht zu den 10 der Münzen kommt, dass dieser Mann dich dann verlässt, weil ich sehe hier die Tür zur Romanze mit den Communities und hier auch mit der 7 sehe ich auf jeden Fall. Ja, für andere sehe ich, mach dich bereit, die Tür zur Romanze hier zu öffnen, ja, also mehr Romanze, mehr Liebe in dein Leben zu bringen und dich auch wieder für die Liebe zu öffnen und ja, eventuell hier mit deinen Freundinnen auszugehen, eine gute Zeit zu haben, insbesondere hier auch dieses Glück in dir zu feiern. Für meine
meine lieben Fischeherzen, Monat Februar? Was sollten meine lieben Fischeherzen für den Monat Februar jetzt wissen? Ja, du malst die Sonne zurück hier an den Himmel. Ja, ich sehe, dass du wirklich hier durch eine schwierige Phase gekommen bist, aus einer Herzschmerzsituation in der Vergangenheit, wenn du jetzt Single bist. Für einige sehe ich, dass du hier wieder das Licht in die Dunkelheit bringst, ja, selber wieder hier das Licht ausstrahlen möchtest, hier deine innere Liebe finden möchtest, deine innere Stabilität in dir finden möchtest, dass du hier dich um dich selber kümmerst, wie es dir geht, nach dir schaust und dass die Sonne hier wieder zurück in dein Leben kommt, unabhängig davon, ob jetzt hier ein Mann vor deiner Tür ist oder nicht. Fische, Monat Februar. Fische, Monat Februar. Ein Herz mit einem Schlüssel. Ja, heiße die Liebe willkommen. Also ich habe das Gefühl, demnächst möchte bei euch, wenn ihr Single seid, hier neue Liebe reinkommen. Aber du bist schon hier wirklich davon abgetan. So, boah, ich will gerade niemanden kennenlernen. Das Ganze wieder von vorne und erstmal wirklich zu gucken, was sind seine wahren Intentionen etc. Also ihr seid schon ein bisschen so abgeschreckt. Aber du darfst hier wirklich neue Liebe bekommen heißen. Es könnte hier jemand Neues kommen, ja, der dann Schlüssel zu deinem Herzen hier trägt. Verschließe hier nicht dein Herz vor dieser potenziellen Romanze. Also für einige sehe ich hier wirklich, wird in nächster Zeit neue Liebe hier reinkommen bei meinen lieben Fischeherzen. Ich sehe hier Eheringe, Einheit, Verbindung, verheiratet, ja, Seelenvertrag, Liebe. Für einige sehe ich hier, gibt es hier, wenn du hier in der Partnerschaft bist, sehe ich hier schon die Hochzeit, es steht hier vor einer Hochzeit oder Verlobung, vor den nächsten Schritten. Aber es ist hier noch eine dritte Person. Es können ja auch Kinder mit involviert sein. Es könnte hier auch die Familie mit involviert sein. Also die sich darüber nicht so freuen. Ich sehe hier etwas, was dir Sorgen bereitet, ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, ob das alles so glimpflich ablaufen wird, ob ihr wirklich an dieses Ziel dann auch kommen wird. Wahrscheinlich ist es hier ein Versprechen, was dir hier jemand gegeben hat. Und für Singles sehe ich, es kommt eine neue Liebe rein. Ja, lass dich hier nicht täuschen. Schaue genau deine eigenen Intentionen. Was sind deine inneren Absichten? Was erwartest du in einer Partnerschaft? Du musst hier klare Verhältnisse für dich schaffen und auch dann zu durchschauen, was möchte dein Gegenüber. Hier klare Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Was bringt er mit an den Tisch? Was bringst du mit an den Tisch? Für meine lieben Fischeherzen. Ja, vertraue deinem Geliebten. Eine wahre Beziehung ist dann, wenn ihr euch wirklich einander alles anvertrauen könnt. Keine Geheimnisse und keine Lügen. Meine lieben Fischeherzen, wenn du hier in einer Partnerschaft bist und du hast hier etwas, was du vor ihm versteckt hältst, wird es hier Zeit, ehrlich zu sein, ehrliche Kommunikation, ja, weil ich sehe eine wahre Beziehung oder eine Partnerschaft wirklich, die vieles überstehen kann, ist, wenn man wirklich ehrlich zueinander ist und darüber auch kommuniziert. Keiner ist fehlerfrei, aber man kann immer über Fehler reden und natürlich daran arbeiten und gemeinsam in die Heilung gehen. Und ja, für einige sehe ich, ihr versteckt etwas, für andere sehe ich, vor euch wird etwas versteckt oder ihr habt das Gefühl, hier gibt es Vertrauensprobleme, ihr könnt eurem Partner nicht trauen. Woher kommen diese Vertrauensprobleme? Sind es Dinge, die einfach von euch, von der Vergangenheit kommen oder sind es Dinge, weil ihr hier Beweise habt oder ein Gefühl habt oder etwas gehört habt? Offene Kommunikation, weil Vertrauen ist wirklich wichtig, insbesondere wenn ihr hier langfristig in eine Ehe oder sonst was eintreten möchtet, ist wirklich hier Vertrauen das A und O, meine lieben Fischeherzen. Also, ist es der Richtige oder ist es hier eine Obsession, eine Begierde? Ist es der Mann an deiner Seite, den du dir hier wirklich wünschst, nachdem du dich sehnst, der hier deinen Schlüssel zu deinem Herzen hat, also wo es wirklich passt? Oder ist es hier jemand, den du auf einem Podest stellst? Deine inneren Absichten hier nochmal kontrollieren. Ich sehe hier wirklich, du musst nochmal hier in deine Innenansicht gehen, meine lieben Fischeherzen.
weil die zwei Karten kamen hier zusammen raus. Auch hier für diejenigen, die in einer Partnerschaft sind, sehe ich, ist es hier, du möchtest etwas mit diesem, du stellst diesen Mann auch hier auf einem Podest, weil du, oder du möchtest unbedingt heiraten, das ist eine, sag ich mal, kommt mehr aus dem Ego, ja, ich muss jetzt unbedingt heiraten, wir müssen heiraten. Oder ist es hier wirklich, weil es aus Liebe, passiert es hier aus Liebe oder hier, weil du jemanden besitzen möchtest? Das ist so, was ich hier sehe, dass du dich hier nochmal hinterfragst und nochmal deine Motive anschaust, meine lieben Fischeherzen. Das haben wir hier hinten stehen. Too needy, ja? Vielleicht bist du zu sehr in dieser Abhängigkeit, ja? Du hast Angst, diese Person zu verlieren, stellst sie so auf einem Podest. Und so entsteht dann auch ein Ungleichgewicht in dem Energienverhältnis, wenn du jemanden so hochstellst und dich dann du da unten bist und dein Partner ist da oben, ja? Also das ist ja nicht ausbalanciert. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du da wirklich hier in die Innenansicht kommst, in die Selbstreflexion. Meine lieben Fischeherzen, so viel zum Thema Liebe für 2023 im Februar. Das ist gerade, was in eurem Energiefeld kollektiv ist. Wenn das Ganze hier mit dir resoniert hat, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Kannst du unten gerne dann einen Kommentar hinterlassen, eine Gefällt-mir-Angabe und ja, auch ein Abo, wenn du mich wiedersehen möchtest, und wenn nicht, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.